Hallo meine Lieben, ja, ich bin schon länger nicht mehr da gewesen und heute bin ich wieder da mit einem Action Haul. Und zwar gibt es ein paar neue Sachen, die ich bekommen habe. Und ich habe dieses Video schon mal aufgenommen. Und dann hat mich aber jemand angerufen und meine Tonaufnahme wurde unterbrochen. Und deswegen nehme ich das Ganze jetzt nochmal auf. Deswegen wundert euch nicht, dass manche Sachen schon ausgepackt sind. Ich fange mal an mit diesem hier. Und zwar sind es Sticker Sheets. Das sind solche Stoffteile, wo man dann was rausstanzen kann. Und da sind hier 8 verschiedene drin, nämlich diese hier. Ja, finde ich sehr schön. Vor allem die mit den Libellen finde ich ganz toll. Ja, einmal diese. Dann auch was richtig Cooles. Und zwar einmal solche Glitzer-Sheets. Das sind auch wieder Klebeteile, wo man sich dann vielleicht was aufstanzen kann zum Beispiel. Und da gibt es immer von jeder Farbe. Moment, jetzt muss ich mal gucken. Davon sind hier 3. Davon habe ich 4. Und davon sind es 3. Also von der mittleren Farbe sind es 4 und von den anderen 3. Insgesamt sind hier 10 Stück drin. Oder sind das hier verschiedene Farben? Nee. Nee, ist alles das gleiche, genau. Ja, also wie gesagt, davon 3, davon 3, davon 4. Dann sowas Ähnliches hier noch in Holzoptik. Auch wieder solche Klebesheets. Und hier haben wir dieses Grün, so ein Lila, 4 Stück. Zack. Ja. Jawohl. So, und von dem Grün habe ich auch wieder nur 3. Hiervon, von dem Lila, sind es 4. Dann hier so ein Rosa. Und von dem Rosa habe ich 1, 2, 3. Dann gibt es Weiß. Und auch von Weiß habe ich nur 3 Blätter hier drin. 1, 2 und 3. Und von Blau, so einem hellen Blau, auch nochmal 3. Ja, und bei denen ärgere ich mich ehrlich gesagt, dass ich nicht gesagt habe, ach bitte schick mir die bitte zweimal, weil die kann man auch gut öfter gebrauchen. Da werde ich meinen lieben Freund nochmal schreiben müssen, ob er mir die vielleicht nochmal besorgen kann. Ich hoffe, dass es die noch gibt. Die sind wirklich sehr, sehr schön. So, dann ein Block mit Weihnachtspapier. Und da sind immer 2 Papiere von der gleichen Sorte drin. Dieses hier. Dann ist das hier noch mit drin. Na. So eins. Dieses welches. Mit dem Blümchen. So eine Girlande quasi. Und zu guter Letzt hier nochmal so komplett Gold mit Streifen. Auch sehr schön. So, dann gibt es neue Embossing Folder und natürlich schon Weihnachten, und die habe ich jetzt schon ausgepackt, weil man es hier drauf auch besser sehen kann. Das sind hier einmal diese etwas kleineren, und da ist hier so ein Hirsch, und den finde ich auch mal richtig cool, weil der ist auch cool für Männer. Also den kann man auch gut mal für eine Männerkarte benutzen. Ah ja, und wir sehen hier hinten, da gibt es noch einen, den habe ich nicht, den habe ich auch, das ist der hier. Den gab es leider nicht mehr. Genau, das war der zweite, den ich von den schmalen habe. Dann gibt es 3 Stück, die sind mit Cutter gleich mit drin. Und zwar einmal solche Vogelkästchen hier, und also Käfige, kleine Vogelkäfige, und hier sind dann welche, also Dice mit drin zum Ausstanzen, wo dann so Vögelchen sind. Ja, finde ich auch immer ganz witzig, wenn da so gleich was mit ausgestanzt wird. Und dann gibt es das noch mit Kleeblättern. Also hier einmal so Kleeblattranken, 4 Stück. Und dann hier eben 5 Kleeblätter zum Ausstanzen.
das letzte, was ich habe zum Aufstanzen, ist das hier. Und da kann man zum Beispiel richtig schön so eine Peekaboo-Karte draus machen, dass man halt so ein Tier zum Beispiel von einer Seite ins Fenster rein und vom anderen rausgucken lassen kann. Und dann, also ja, dass sie quasi hier reingucken und dass du von hinten dann auf die Karte halt das Hinterteil klebst und den Stempel dann spiegelverkehrt nimmst und dann eben kolorierst und hast dann hier das Gesicht und dann sieht es aus, als wenn jemand in die Karte reinguckt. So meine ich das. Hier sind Blumenranken, dann hier so eine Herzranke drumherum und dann eben vier solche Blümchen, die dann ausgestanzt werden und in der Mitte eben das Guckfenster. Das waren die. Und ich weiß gar nicht, da steht auch nicht, sind keine Beispiele drauf, ob es mehr davon gibt oder nicht. So, dann habe ich hier noch welche von Weihnachten mit vier verschiedenen Motiven. Die ersten, das ist dieses hier, das ist die große, ohne Ausstanzung, ohne alles. Und das Motiv sieht dann so aus. Das nächste Motiv ist dieses hier mit den Weihnachtsbäumen und einem netten Spruch. Dieses hier ist ganz schlau gemacht und zwar ist das nur für dieses Jahr geeignet. Nächstes Jahr könnt ihr es nicht mehr nehmen. Und zwar steht ihr Happy New Year und zwar 2019. Das bedeutet, nächstes Jahr ist das Ding dann um. Also ja, man kann es ja trotzdem noch benutzen, aber wird man wahrscheinlich nicht mehr wegen der Jahreszahl. Und zum Schluss habe ich hier dann noch eins, was dann so ja, Wollpullover-Optik hat, sage ich jetzt mal. Ich finde, das erinnert immer so an Wollpullover. Und ich gucke mal hier hinten drauf. Und ja, so wie es aussieht, genau, habe ich alle. Nee, das hier habe ich, glaube ich, nicht. Genau, das hier gab es nicht mehr. Ja, schade eigentlich. Das sieht nämlich echt schön aus. Aber das waren halt nur die, die da waren. Ich bin ja immer froh, dass mein Freund mir die besorgt. Dann ja, habe ich sie, sonst hätte ich sie ja gar nicht. Ne, weil bei uns ganz im Action gibt es ja die Sachen ganz oft nicht. So, und jetzt habe ich hier noch etwas, was auch neu ist. Das könnte euch auch interessieren. Und zwar wieder Dice. Und bei manchen habe ich drei, bei manchen habe ich nur zwei und bei manchen habe ich leider nur einen. Und ich fange mal an bei denen, wo ich leider nur einen bekommen habe. Das waren diese hier. Die gab es halt nur noch einmal, diese Blümchen hier. Dann solche Dreiecken unten mit einer geraden Linie und oben dann entweder so geringelt oder hier auch mit Kreisen oder mit Halbkreisen. Also könnte auch so sehr gut als Weihnachtsbaum durchgehen, finde ich. Und dann hier solche Anhänger, wo dann auch noch gleich so ein Teil dabei ist, wo man eben das Gegenstück verstärken kann, dass die Karte nicht zerreißt, wo dieses Ding dranhängt, finde ich auch cool. Und hier noch solche doppelten Fähnchen, wo man dann nicht noch einen schönen Spruch sich ausstanzen kann. Wie gesagt, die gab es leider alle nur einmal. Als nächstes diejenigen, die es zweimal gab. Und das waren die hier. Und zwar einfach Fähnchen, einmal große und dann kleinere. Von den kleineren sind hier vier Stück drin und von den größeren sind 1, 2, 3 auch vier Stück drin. Und ja, ihr wisst ja, dass ich immer sage, wenn ich was doppelt habe, dann können wir gerne tauschen. Dieses Mal, ihr dürft gerne anfragen, wenn euch was sehr gut gefallen hat. Allerdings, erstens habe ich viele Sachen nur einzeln und manche Sachen, die ich doppelt gekauft habe oder dreifach, möchte ich gerne in Tausch-Adventskalender packen. Deswegen... bei den Sachen, die ich dreifach habe, da könnt ihr gerne anfragen. Bei den Sachen, die ich doppelt oder nur einmal habe, dann halt leider nicht. Okay, so, dann mache ich mal weiter mit den Teilen, die ich dreifach habe. Und zwar diese hier. Und die finde ich ziemlich cool, weil die erinnern so ein bisschen an so ein Polaroid-Foto. Und hier hat man unten dann noch so ein bisschen ja, Deko was drin, was dann ausgestanzt wird. Und da sind drei Stück drin. Und ich finde, der große erinnert wirklich an Polaroid. Der mittlere auch beim kleineren finde ich so, naja. Weil die Proportionen irgendwie so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, nicht so ganz passt. Also die Ränder hier müssten schmaler sein. Dann würde es, glaube ich, wieder passen. Aber
Ich finde, es geht auch so als Polaroid gut durch. Ich fand die echt cool, deswegen habe ich mir die dreimal mitbringen lassen. Und bei den Dingern ist ja auch immer das Problem, die sind immer so schnell weg. Also wenn man die gerne haben möchte, dann muss man immer so schnell sein. Und ich bin echt dankbar, dass ich die bekommen habe. Ja, und wie ihr gesehen habt, drei, also einmal würde ich gerne abgeben, wenn ihr möchtet. Dann habe ich diese hier. Jetzt muss ich mal gucken, da ist das dritte, jawohl. Und zwar sind das Rechtecke, nicht Rechtecke, Quadrate, aber da sind die Ecken nochmal so abgeschnitten. Und das finde ich auch mal ganz cool, ist mal ein bisschen was anderes. Und hier haben wir ein größeres mit Ornamenten drumherum, wo dann auch so ein Teil in der Mitte fehlt. Und außen einmal, dass man einfach nur diese Form sich einmal machen könnte. Und auch die habe ich dreimal. Diese hier auch wieder so ein bisschen blümchentechnisch, hier auch und hier mit Ornamenten von außen. Und die, finde ich, kann man hier durch diese Löcher bestimmt auch cool irgendwo dranhängen. Oder ich könnte mir auch vorstellen, so eine Art Torte, so eine Torte zu basteln und dann diese Striche hier zueinander zu verbinden. Und dann hat man so wie Tortenstücke, wisst ihr, was ich meine? So auf eine Geburtstagskarte das Ding ausgestanzt und dann hier immer halt die Linien verbinden auf dem Falzbrett und ja, dann sieht es aus wie Tortenstücke. Kam mir so direkt in den Kopf, als ich das gesehen habe. Genau, so, die habe ich auch dreimal. Und dann diese hier, die ich richtig cool finde. Leider sind die nicht ein bisschen rechteckig, sondern sie sind quadratisch. Aber ist egal, es gibt ja auch quadratische Briefmarken. Die sehen nämlich wirklich ein bisschen aus wie Briefmarkenoptik. Und da bin ich schon ganz lange scharf drauf. Und deswegen bin ich super froh, dass ich die habe. Ja, und auch dreimal. Ja, wir kommen schon so langsam dem Ende zu. Aber ein bisschen was habe ich noch. Einmal dieses Päckchen hier und das ist auch wieder so ein Teil, wo ich echt fragen muss, ob ich das nicht nochmal bekommen kann. Da ärgere ich mich jetzt im Nachhinein, dass ich es nur einmal haben wollte. Und zwar sind hier vier Buchecken drin und dann habe ich hier drei solche Breads drin. Und das ist super, super geeignet, um zum Beispiel ein Album zu machen. Dann hat man vorne und hinten dann halt eben die Ecken schon schön sauber abgeklemmt, dass da nicht so viel Dreck dran kommt und die nicht so schnell kaputt gehen. Und die Dinger hier, ja, die gehen halt auch immer super für Alben, finde ich zumindest. Und ich liebe die sehr. Deswegen werde ich auf jeden Fall fragen, ob ich davon noch mal mehr haben kann, ob er noch mal gucken kann. So, dann diese hier, die finde ich auch ganz cool für Mixed Media. Ich erzähle immer, ja, für Mixed Media ganz toll und möchte auch unbedingt Mixed Media machen, aber ich komme irgendwie nicht dazu. Momentan ist es echt so, ich bin jeden Tag am Video drehen und schneiden und bin wirklich im Gange mit Videos, auch wenn ihr auf dem Kanal nichts davon bemerkt momentan. Ihr werdet es in der Adventszeit merken. Das kann ich schon mal verraten. Genau, und ja, irgendwann komme ich dazu, Mixed Media zu machen und dann werden die auf jeden Fall verwendet. Und ich sehe auch, die haben hier auch fast alle Löcher. Also was heißt, man könnte ganz viele von denen auch als Anhänger benutzen. Auch cool. Dann ein Stempelset mit Stiefmütterchen. Und da habe ich ehrlich gesagt eher an einen traurigeren Anlass gedacht, nämlich an unseren Sohn. Und dachte, ach Mensch, so eine Karte für ihn zu machen und so ein paar Gedanken, die man hat, aufschreiben und dann die Karte also in Plastik und zuschweißen und dann werde ich die auf den Friedhof bringen. Ja, das hat mich bewegt und deswegen wollte ich die gerne haben. So, und jetzt kommt aber noch was richtig Schönes zum Abschluss. Und hier habe ich es schon einmal aufgemacht. Und zwar habe ich hier solche Sticker mit Lamas. Und die sind dann hier auf solchen Schaumstoffdingern nochmal geklebt, dass sie halt eben ein bisschen mehr abstehen und die sind super, super süß und die habe ich tatsächlich auch dreimal ergattern können. Ja, Lamas, ne? Mega, mega süß.
Dann habe ich hier welche mit Schmetterlingen. Die habe ich nur einmal und das sind auch hier solche Puffy-Sticker. Finde ich aber auch ganz schön. Sie glitzern und ja, ich finde die ganz süß. Die auf jeden Fall auch einmal. Und zu guter Letzt kommt natürlich immer das Beste. Und das Beste, was ich momentan wirklich, wirklich, wirklich liebe, sind tada, Faultiere. Und das sind theoretisch die gleichen Sticker, wie wir hier haben, nur eben mit Faultieren. Ja, und ihr wisst das ja, dass ich die wirklich, wirklich liebe. Und deswegen mussten die auch direkt dreimal mit. Genau, ja, ihr Lieben, das war mein Action Haul für heute. Ich guck mal, ob ich alles noch mal so ein bisschen hier ins Bild geschoben bekomme. So einigermaßen zumindest. Wuppi. So, ja, wie gesagt, ein paar Sachen sind wirklich dabei, wo ich mir denke, hättest du definitiv öfter noch haben können. Aber ja, man kann ja auch nicht immer alles kaufen, ne? Ist halt so. Okay, ihr Lieben. Ich wünsche euch noch einen ganz lieben Tag und macht's gut. Tschüss.